So, hier habe ich noch eine Variante, was man mit Altglas machen kann. Den Schraubdeckelverschluss, den habe ich weggemacht. Oder also den Deckel. Oh, jetzt kommt gerade Wind. Ja, das ist jetzt sehr passt. Ich mag ja gerne rosa. Also hier ein rosa Glas. Malstift. Und da mache ich jetzt lauter Blüten drauf. Also immer einfach das Glas drehen. Ein schönes bei diesen Stiften, dass sie wie ein Pinselstift, also ich pinsel. Das Schöne ist, dass die so eine Pinselspitze haben und auch noch wasserlöslich sind, solange sie nicht eingebacken sind. Wenn man sie mal vermalt, ist gar nicht schlimm. Mal einfach abwischen. Ganz enge, ups, nicht so schön ist. Einfach. So, und so könnt ihr irgendwie nur einseitig das Glas dekorieren. Macht ihr das reihum, müsst ihr nur aufpassen, nicht, dass ihr sozusagen eine noch nicht ganz getrocknete Farbe auf dem Untergrund euch das alles wieder verwischt. Also immer einfach versetzt. So, dann haben wir mal die eine Seite. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr eine zweite Farbe rein haben möchtet, wo ihr die Blüten dazwischen setzt. Ich zeige euch das mal mit Weiß. Da kann man dann immer, wenn ihr so kleine Lücken gelassen habt, einfach dazwischen. Und könnt noch das leuchtet dann halt noch ein bisschen mit dem Weiß. Oder ihr macht das, wenn so eine kleine Blüte ist, einfach nur ein, zwei, drei weiße Punkte. Dann ist die Blüte auch schon fertig. Oder ihr nehmt noch eine andere Farbe, zum Beispiel Gelb. Und setzt es auch so dazwischen. Und so könnt ihr die ganze Vase voll machen. Und für die Zwischenräume könnt ihr zum Beispiel kleine Punkte machen. Noch ein bisschen Weiß dazu. Ja, das liegt an euch und eurem Geschmack, wie viele verschiedene Farben in so eine Blüte reinkommen. Und diese Blüten sind wirklich kinderleicht zu machen. Also dafür muss man gar nicht
zeichnen können. Wenn ihr jetzt nicht so Pinselstift habt, könnt ihr es auch mit Edding. Probiert es am besten auf ein Stück Papier erstmal aus, ob das mit der Spitze so hingeht. Und dann könnt ihr es auch mit einem wasserfesten Stift machen. So, das würde jetzt einfach, trocknen lassen. Und dann käme das für eine halbe Stunde noch in den Backofen und dann wäre das auch wirklich fest drauf. So könnt ihr auch Windlichter gestalten. Also ihr könnt oben, auch schon wenn es irgendwie eine Feier vielleicht ist, was auch nett ist, kleine Dreiecke. Ich zeige euch das mal hier oben drauf. Also immer so abwechselnd. Ich nehme gleich mal. Nebeneinander ist einfacher, glaube ich. Dann nehmen wir noch weiß und dann haben wir alle drei Farben, wie sie auch unten sind. Und wenn ihr euch vorstellt, jemand hat Geburtstag und ihr habt so selbstgemaltes Windlicht, schreibt vielleicht noch Happy Birthday dazu. Oder auch einfach nur so für eine Sommerparty. Genau, wir können hier einfach mal machen wir eine Sommervase da draus. Noch vollständig. Kann ich auch eine kleine weiße Blüte. Ihr könnt natürlich auch ganz bunte, das heißt, ihr könnt ja natürlich auch blaue, rote, also alle möglichen Farben, die ihr einfach habt, machen. Oder auch einfach mit einem schwarzen Edding, den man ja, oder also wasserfesten Faserstift, den ihr zu Hause habt. Muss nicht bunt sein. Oh, das kriegt man nicht. Die kommt wieder weg. Also 1, 2, 3. 4, 5, 6. Und jetzt kommen die anderen dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und geben wir noch eine kleine gelbe Mitte. Noch eine kleine rosane Blüte noch. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr direkt die auf beim ersten Strich perfekt Maler seid, dann könnt ihr wasserfeste Stifte direkt nehmen. Für mich ist das perfekt, dass ich das nur voll nochmal korrigieren kann. Und diese Vase könntet ihr auch dann nehmen, also jetzt nicht nur als Vase, sondern könntet ihr auch eine Lichterkette reinstecken.
Und dann zum Beispiel auch in den Garten, wenn es dann getrocknet ist oder eingebrannt in dem Fall ist, könnt ihr es dann auch in den einen Baum zum Beispiel hängen, bei euch im Garten. So, ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss. So, ich habe die Glanne noch fertig gemalt, also ringsrum. Oben noch ein paar pinke Punkte zu ergänzt und habe auch das E und das Herz, also beide E's, ersetzt mit ein bisschen kräftigerem Ton. Aber jetzt ist es eigentlich eine schöne Vase, beziehungsweise eigentlich schön, wenn man so Krüge hat, weil da kommt der Mund, kommt ja auch nicht an die Farben dran. Wenn man das so gestaltet, eingebrannt für selbstgemachte Limo, auch total hübsch. Also wie gesagt, ich kann euch nur einladen, das macht echt Spaß, selber sowas zu gestalten, egal für Windlicht, Vase, Getränke, vielleicht auch Flaschen, die ihr vielleicht irgendwo ja Getränke mit anbietet. Genau, also grenzenlos. Viel Spaß!